Bitte. Ja, moin. Heute möchte ich euch mal die Victim-Serie vorstellen. Die Victim-Serie besteht im Prinzip aus vier Ködergrößen von 12 bis 20 cm. Und jede Größe hat noch eine Teel-Version, also einmal die Version ohne Teel, einmal die Version mit Teel. Da kommt hier hinten an die Spirale, wird dann ein Teel angeschraubt und festgeklebt. Die kleine Version, die 12 cm-Version, kann man nur super mit der Spinnrute fischen. Wiegt ungefähr 70 Gramm, also kann man mit einer schwereren Hechtrute kann man die schon ganz gut fischen, auch mit der Stationärrolle. Ja, der Vorteil an der Version ohne Teel, das gilt über alle Größen hinweg, ist halt, dass man die Köder einfach weiter werfen kann, da kein Teel wie bei der Version hier bremst. Man kann die Köder ein bisschen schneller fischen als eine Teel-Version und ja, und auch ein bisschen tiefer, weil er halt ein bisschen schneller sinkt und da auch wieder der Teel nicht bremst. Ja, nochmal zur Teel-Version. Also die Teel-Version hat halt den großen Vorteil, dass der Köder auch in der Ruhephase schön mit dem Teel spielt. Ja, hier habe ich mal so ein Teel. Das sind jetzt Original Lagazu Custom Lures Teels. Die sind angepasst auf die Köder. Na, so, da haben wir es. Gleich, Augenblick. Ja, und ja, und die werden im Prinzip ganz einfach hier hinten aufgeschraubt. Vorher noch ein bisschen Sekundenkleber auf diese Fläche hier rauf bringen. Und dann wird der raufgeschraubt und so ein bisschen angedrückt, bis der Sekundenkleber hält. Und dann ist ganz wichtig, dass diese Gussnaht, dass die exakt in der Mitte ist. Ist die nicht exakt in der Mitte, kann der Köder zu einer Seite mehr ausbrechen als zur anderen. Und das möchte man ja nicht unbedingt, ja. Hat man es montiert, dann ist der Köder im Prinzip mit Haken dann später einsatzbereit und kann halt sein Spiel im Wasser vollführen. Also so eine T-Version ist natürlich toll, weil man jetzt Fische hat, die nicht so aktiv sind. Da kann man die noch zusätzlich reizen mit dem Teel, wenn er dann in der Ruhephase so ein bisschen wackelt. Oder halt den Fisch schon aus größerer Entfernung lockt, dadurch, dass nochmal so ein Element ist, was hinten nochmal ein bisschen wackelt und nochmal ein bisschen Action in den Köder reinbringt. Ja? Und jetzt mal hier so mit Kiemengriff quasi mal das Modell präsentiert. Dann sieht man, dass der Teel den Köder auch verlängert, ohne ihn schwerer zu machen. Ja, das ist dann für Leute, die halt leichter fischen wollen, ist halt interessant, einen relativ großen Köder mit unwesentlich mehr Gewicht zu fischen. Ja, die Köder, wie alle Jerkbaits sind aus der Lagazu Custom Lures Schmiede, sind aus Holz gefertigt und aus dem Hartholz, das dann individuell ausgebleicht wird. Die Köder sind mehrfach mit Epoxidharz beschichtet, um auch richtig aggressiven Fischen halt standzuhalten. Ja. Und ich habe dann verschiedene Versionen. Wenn wir jetzt mal hier durchgehen, das wäre jetzt der Victim M-Teel mit 14 cm, der Victim L-Teel mit 17 cm oder halt, eine richtige Bombe, der Victim XL-Teel mit 20 cm. Ja. Alle Versionen, wie gesagt, mit und ohne Teel verfügbar. Ja, dann habe ich drei verschiedene Farbvarianten quasi. Also einmal mit reinem Airbrush. Da sind dann so lustige Muster drauf. Wie zum Beispiel ein Hechtmuster. Hier mal die Fangsau. Oder Ghost. Absoluter Klassiker. Bringt eigentlich in fast allen Gewässern gut Fisch. Ja, so, mittlerweile glaube ich kein Geheimtipp mehr, aber auf jeden Fall eine geile Farbe. So, und dann habe ich die Spezial-Holo-Farben. Die haben natürlich riesengeile Effekte und sind so eine kleine Disco-Kugel im Wasser. Ja. Hier nochmal auf einen größeren Köder mit einer fetten Flanke. Lockt natürlich die Fische aus größerer Entfernung schon an, wenn dann so eine feine Dichtblitze denn durchs Wasser huschen. Ja, hier haben wir auf dem Victim M eine richtig geile Spezial-Holofolie.
Die Farbe heißt Hering und unter Wasser ist das Ding einfach Amok. Also hast einmal einen roten Effekt, einmal einen grünen und einmal einen blauen Effekt auf einer Fläche. Ne? Und kann sich der Hecht halt aussuchen, was er gerne haben möchte, ob er heute auf grün oder rot oder blau steht. Und dieser Köder hat unendlich viel Fisch schon gefangen. Ich habe hier einen Köder zu hängen, kann ich ja halt gleich mal zeigen. Hat über 70 Fische schon gebracht und ist immer noch in Action. Ja, also hat auch schon ein paar Meter Fische mitgebracht. Also die Farbe ist echt der Kracher. So ein kleiner Heimtipp, war ein bisschen aufwendiger zu verarbeiten, aber eine super geile Farbe. Ja, dann wollte ich euch noch mal kurz was zum Laufverhalten der Victim-Serie sagen. Also der Köder ist ganz einfach zu führen. Man kann ihn über die Rolle ganz entspannt führen, ohne großartig mit der Route rumzuwedeln. Ja, und ganz wichtig ist halt, dass ein Köder auf Distanz auch vernünftig läuft. Das heißt, wenn er 30, 40 Meter weit wegfliegt und da dann auch gleich anfängt zu laufen, egal bei welcher Witterung. Denn oft ist er genau da im heißen Bereich von der Schilfkante, am Seerosenfeld etc. Und da muss der Köder halt arbeiten zuverlässig. Und das macht der Victim, der zieht halt relativ lange Bahn, sinkt mal, sagen wir mal, mit 20 cm in einer Sekunde und kann so gut in Gewässerbereichen so bis 3 Meter effektiv gefischt werden.